jetzt unseren Newcomer aus Rostock. Der ist heute im Speedmixen unterwegs, deswegen hat er auch den sportlichen Anzug an. Attacke, was gibt's? Ja, laut, wir machen heute in Manhattan nach IHK-Rezeptur und ja, he's preparing mal an. Manhattan mit dem according to the Chamber of Industry and Commerce requirement. The first cools down the mixing glass. These are ice cubes. Dann kühlen wir das Gästeglas vor, in dem Fall der Cocktailspitz. He uses a V-shaped cocktail glass and also cools it down using crushed ice. So, dann fangen wir mal einmal an. Wir haben ja einmal in der Dashboard den Angostura, bitte. The ingredients, Angostura, dann haben wir den Vermouth Rosso, in dem Fall ist es Antica Formula. Red und hier Vermouth. Kanadischen Whisky. And Canadian Whisky. So. Machen wir das Schmelzwasser aus dem Rührglas. He strains the melting water. Und fang an mit dem Vermut. 2 cl vom Vermut. 2 cl of Vermouth. Dann der kanadische Whisky, 4 cl davon. 4 cl Canadian Whisky. Und ein Dash Angostura. And one dash of Angostura. Dann rühren wir das Ganze. Then you stir the liquids. Eis aus dem Gästeglas. Remove the ice from the cocktail glass. Machen wir noch Garnitur, seine Cocktailkirsche. As garnish, he uses a maraschino cherry. Spit it on a toothpick. And strain the drink into the cocktail glass. Kleiner Spieß mit einer Kirsche, noch mit Acklageschälchen. You present the drink and so also use a small tray. Außer dem kleinen Spießchen, ja ein bisschen sehr kleines, würde ich auch schätzen.